Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Das ist übrigens unsere letzte Woche vor der kleinen Osterpause. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie immer, Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Jennifer. Jennifer ist 16 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Hallo Jennifer. Warum hast du mich angerufen? Ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Seit wie vielen Jahren? Seit 2. 2? Ich habe 12 Jahre verstanden. Das wäre ein bisschen sehr lang gewesen. Ja. Seit 2 Jahren. Ja, und ich habe letztes Wochenende einen Riesenfehler gemacht und bin ihm fremdgegangen. Oh weia. Letztes Wochenende. Ja. Das heißt jetzt gestern, vorgestern? Ja. Erzähl mir, was ist passiert? Wir waren auf einer Geburtstagsfeier, aber er ist bei der Bundeswehr. Mhm. Wie alt ist er? 19. Und das Problem ist, er war jetzt die letzten 2 Wochenenden gar nicht mehr da, weil er immer bei der Bundeswehr bleiben musste. Mhm. Und dann war ich halt auf der Geburtstagsfeier und alle waren mit Pärchen da. Und irgendwie saßen dann Bekannter und ich nur da alleine. Und dann sind wir uns näher gekommen, haben dann geküsst. Mhm. Ja, und irgendwann bin ich ja mit ihm nach Hause gefahren. Was war denn das für ein Bekannter? Einfach irgendein Bekannter oder schon ein... Ja, ich war früher, war es eine Art Beziehung, kann man sagen, aber... Ja, aber da warst du noch sehr, sehr jung, ne? Ja, war nicht so eine Beziehung, wie ich jetzt führe mit meinem Freund. Also da lief schon mal früher ein bisschen was zwischen euch beiden. Ja. Ein bisschen Händchen halten, ein bisschen Händchen halten und sowas. Eben. Ja. Und, ja. Also man kennt sich ganz gut, aber... In den letzten Jahren ist natürlich nichts diesbezüglich gelaufen und nichts passiert. Nee. Geküsst habt ihr euch. Wer hat denn damit angefangen auf der Party? Eigentlich er. Mhm. Aber du hast dann mitgemacht, ne? Ja, irgendwo schon. Weil irgendwie, es war auch doof, so allein da rumzusitzen. Mhm. Alle mit ihren Freunden und Freundinnen. Mhm. Und dann seid ihr nach Hause gefahren? Das heißt, ja, du bist mit ihm nach Hause gefahren. Und da ist es dann auch passiert. Ja. Miteinander geschlafen? Ja. Mit Gummi? Ja. Ja. Hast du dann auch da übernachtet? Wir haben zwar miteinander geschlafen und dann ist mir erstmal richtig klar geworden, was ich da überhaupt für einen Mist baue. So. Mhm. Und dann habe ich mich angezogen und bin nach Hause gegangen. Mhm. Mit schlechtem Gewissen dann schon? Ja. Ja. Hast du dann noch irgendwas zu diesem Bekannten gesagt? Ich habe noch eine Mail geschrieben und meinte so, er kennt meinen Freund so ganz flüchtig nur. Mhm. Meinst du nur so, bitte sag ihm nichts so, ich muss selber erstmal jetzt darüber klar werden. Mhm. Dann hat er nur geschrieben, ist okay. Mhm. Hast du den Eindruck, dass es für den auch nur so eine Sexgeschichte für eine Nacht war oder ist der irgendwie noch immer oder wieder neu in dich verliebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß momentan sowieso nicht, wie ich ihn einschätzen soll, so, weil er hat sich ziemlich verändert, so seit seiner letzten Beziehung. Das heißt, du findest ihn netter als früher? Nee, ich weiß nicht. Mir gegenüber ist er eigentlich noch so wie früher. Aber wenn ich so gemeinsame Freunde und so höre, hat er sich voll verändert. Gut, aber das ist ja auch nicht so ein großes Thema, weil ich gehe mal davon aus, dass du in ihn nicht verliebt bist. Nee. Nee, das war jetzt halt ein Ausrutscher, ne? So hört sich das ja auch an. So, das war jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Freitag auf Samstag. Hast du seitdem mit deinem Freund schon telefoniert? Mm-mm. Nee? Wie ist denn das so? Hatten wir keine richtige Zeit für, weil er Bundeswehr ist. Ja. So. Wie oft habt ihr denn überhaupt so Kontakt miteinander, wenn er weg ist bei der Bundeswehr? Telefonisch? Normalerweise ruft er mich fast jeden Tag an. Aber jetzt an diesem Wochenende nicht? Nee, weil die hatten irgendwie so ein ganz komisches Programm so bei der Bundeswehr. Ich kenne mich damit nicht aus. Nennen wir es Übung oder irgend sowas. Ja, ja. Da ist rausgehen und so. Ja. Und da hatte er keine Zeit halt. Ja. So, jetzt fühlst du dich, das höre ich aus dem schon raus, wie du mir das erzählt hast, ziemlich mies, ne? Ja. Mhm. Du bereust es auch. Ja, auf jeden Fall so. Tut dir sehr leid. Mhm. Mhm. Du hast deinen Freund, mit dem du 2 Jahre zusammen bist, was ja eine lange Zeit ist, wenn man 16 ist, den hast du sehr lieb.
Ja. Und er dich auch? Ja, doch, also das war auch der erste, mit dem ich das erste Mal geschlafen habe. Mhm. Sag mal, Jennifer, ist das nur damit zu erklären, dass da Pärchen waren und du eben alleine warst? Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir einrede, so dass es so gekommen ist, oder weil ich habe zwar keinen Alkohol und gar nichts getrunken. Mhm. So. Gibt es denn irgendwie eine Unzufriedenheit, außer der, dass ihr euch so selten seht, in der Beziehung? Gibt es da etwas, womit du nicht so ganz glücklich bist? Ja, irgendwie. Ich habe die ganzen Pärchen da gesehen und meinte nur so, boah, wenn jetzt ein Freund da wäre und so. Ja gut, halt, aber deswegen geht man nicht... Ja, klar, aber dann geht man nicht gleich fremd, nur weil da ganz viele Pärchen sind. Ja, ich weiß auch nicht so. Ist einfach passiert. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du bist mit deinem Freund glücklich. Mhm. Du hast den wirklich lieb und das ist im Bett auch okay, das macht euch Spaß. Ja. Da vermisst du nichts, dass du dir das da jetzt bei dem anderen holen wolltest. Nein, so, so ist das nicht. Mhm. So, jetzt hast du wahrscheinlich den ganzen Sonntag darüber gegrübelt, wie du dich verhalten sollst. Ja. Was ist der Stand deiner Gedanken im Moment? Ich habe auf jeden Fall Angst, so, wenn er jetzt am Wochenende kommt, Freitag will er zu mir kommen. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall Angst, so, wenn er zu mir kommt, ich kann ihm nicht in die Augen angucken, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Wie ist er denn so drauf in solchen Sachen? Nehmen wir mal an, du würdest es ihm sagen. Du kennst ihn ja gut. Wie würde er reagieren, wenn du... Er kann sehr sensibel reagieren. Mhm. Und nach dem sensibel reagiert dann das aggressiv, also das heißt aggressiv, das Enttäuschte. Mhm. Dann wird er erstmal alles von sich einpacken und wird er erstmal fahren. Mhm. Und ich weiß nicht, was danach passieren würde. Mhm. Mhm. Inwiefern er mir noch eine Chance gibt. Ist er denn in den letzten Jahren immer ganz treu gewesen? Also, soweit ich weiß, ja. Und normalerweise, wir haben keine Geheimnisse oder so voneinander. Ja. Aber du auf jeden Fall auch, ne? Das war das erste Mal, dass du jetzt was gemacht hast. Mhm. Du könntest mit der Lüge nicht leben, ne? Nee. Wenn du sagst, du kannst ihm nicht in die Augen gucken, wird er sowieso ganz schnell merken, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? Ja. Das heißt... Eigentlich ist es ja ganz klar, was du machen musst. Ne? Du musst es ihm beichten. Ich habe halt jetzt dann die Angst davor, dass dann irgendwie alles kaputt ist. Ich glaube ja immer so, Jennifer, wenn eine Beziehung eigentlich sehr gut ist und wenn man sich sehr lieb hat, dass eine Beziehung so etwas, wenn es denn mal einmal passiert, eigentlich aushält und aushalten muss. Vor allen Dingen, wenn der es getan hat, auch noch seine Reue darstellt und sagt, dass es ihm leid tut und du hast ja nur auch ein großes, schlechtes Gewissen. Da bin ich eigentlich immer ganz optimistisch und sage, leg die Karten auf den Tisch, das tut euch oder das tut dir in dem Fall dann auch gut. Es gibt wahrscheinlich erstmal Probleme, wahrscheinlich, klar, ist ja auch sein gutes Recht, erstmal sauer zu sein, erstmal vielleicht sich ein bisschen zurückzuziehen. Aber wenn du ihm das wirklich so glaubhaft rüberbringst, so wie du es mir auch gerade erzählt hast, dass es irgendwie so entstanden ist, irgendein Teufel hat dich geritten, aber dass dein Herz und deine Liebe und alles gehört deinem Freund und dass da nichts anderes ist und du möchtest und du würdest das auch nie wieder tun, ich glaube, dann solltest du das riskieren. Weißt du, es ist immer besser so, als wenn es dann irgendwie anders rauskommt. Stell dir mal vor, irgendjemand anderes erzählt es ihm. Kann ja sein. Das haben ja andere Leute gesehen, dass ihr geknutscht habt, ne? Ja. Ja, dann ist es wirklich ganz doof. Dann wird er sagen, warum hast du mir das nicht gesagt? Dann wäre das Vertrauen ganz, ganz weg. Dann wäre es ganz weg, ganz genau. Aber so, finde ich, nimmst du die erste Gelegenheit, wenn du ihn siehst, er kommt am Freitag und machst direkt klar Tisch. Mhm. Mach es. Okay. Bitte ihn groß um Verzeihung. Mhm. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr diese Krise gut überstehen werdet. Danke. Jennifer, alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Ich schäme mich. Eine Stunde zu dem Thema Ich schäme mich. Ich möchte mich mit euch unterhalten, die ihr euch schämt oder mal geschämt habt, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt bin ich verbunden mit Bettina und Bettina ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Bettina. Was ist dein Thema? Mein Thema, ja, nicht ganz so einfach. Mein Thema fängt, ich sag mal an, es fängt an mit Prostitution. Mhm. So, und zwar folgendes. Ich bin also 37, wie du gerade schon sagtest, richtig. Ich habe mit 16 Jahren freiwillig angefangen.
auf dem Straßenstrich durch eine Klassenkameradin mich zu prostituieren. Hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, mit Männern zu spielen, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Hat sich also weiterentwickelt. Mit 18 Jahren, also mit 17 habe ich ein Kind bekommen. Mit 18 Jahren habe ich meinen... Von einem Freier? Bitte? Von einem Freier? Nein. Mhm. Das war also die Geschichte da mit 16, das war nur eine sporadische Angelegenheit mit dem Arbeiten gehen und so weiter. Mit 17 Jahren allerdings, da fing ich dann schon an, eher so in Clubs zu arbeiten. Sehr illegal natürlich, wurde aber alles geduldet. So zwischendurch habe ich dann meine Auszeiten gehabt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wurde schwanger. Also der Vater ist auch bekannt, das ist alles also auch ganz klar und so weiter. Spielt im Prinzip aber gar keine Rolle. So, dann habe ich mit 18 meinen Mann kennengelernt, den ich dann auch, ich muss jetzt Jahreszahlen angeben, 82, 83 habe ich den kennengelernt, 86 habe ich den geheiratet. So. Der aber nicht der Vater des Kindes. Doch, der ist der Vater des Kindes. Des ersten Kindes nicht. Ach so, so das meinte ich jetzt. Den habe ich mit in die Ehe gebracht. Ich muss allerdings dabei sagen, ich kann dich hier sehr schlecht verstehen, weil ich den Ton hier ganz wegmachen musste vom Fernseher. Das geht schon ganz gut übers Telefon. Erzähl mal weiter. Da muss ich ein bisschen reinhören. Gut, so. Dann habe ich mit dem Mann, den ich nachher geheiratet habe, der auch wusste, und ich bin auch während der ganzen Jahre weiterhin anschaffen gegangen, der wusste das. Und dann habe ich den 88 geheiratet, habe mit diesem Mann zusammen zwei Kinder bekommen. Beziehungsweise, ne, also zwei Kinder gehabt und wir haben uns dann also vor circa 6 Jahren haben wir uns dann getrennt. Ja. Scheidung. So, und seit 5 Jahren kann ich keinen Sex mehr haben. Arbeitest du denn noch in deinem Beruf? Nein. Das tue ich also auch schon. Seitdem ich 32, also auch seit 5 Jahren ungefähr, tue ich es nicht mehr. Und du hast keinen Spaß mehr? Du kannst keinen Sex mehr haben, seitdem du von diesem Mann getrennt bist? Das hat mit dem Mann eigentlich, glaube ich, gar nichts zu tun. Ich denke mal, das hat eher was mit der Prostitution und mit der Geschichte, die da im Kopf abgeht. Für eine Frau, man muss ja irgendwie ein gewisses Ideal erfüllen, Schönheitsideal, die Dienlichkeit, die man dann... Aber lass mich nochmal fragen, solange du mit dem zweiten Mann zusammen warst, mit dem Mann zusammen, mit dem du zwei Kinder hast, so wollte ich sagen, solange konntest du auch mit dem schlafen? Ja. Ich meine, der war nicht ganz so anspruchsvoll. Also das war so zweimal die Woche mal drüber rutschen und der war wirklich nicht irgendwie, jetzt ganz ehrlich gesagt, also da war kein Anspruch. Aber das ist gar nicht die Sache, das Thema eigentlich. So, das hat mich aber auch gar nicht davon weggebracht von dem Sex, weil Sex hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Das ist der Punkt. So, aber definitiv seitdem ist tote Hose, seitdem er weg ist. Genau. Nicht seitdem der weg ist, seitdem ich aufgehört habe zu arbeiten. Aber du hast ja vorher mit ihm noch ein bisschen geschlafen, ne? Ein bisschen. Das war ja auch eher so ein Routine-Ding, ne? So 0815-Nummer. Und dieses bisschen, wenn ich das mal ganz kurz aufgreifen darf, war darauf bezogen, also wenn ich dann von der Arbeit nachts nach Hause gekommen bin, dann hat er mich gefragt, ob ich mich dann vielleicht mal auf die Seite drehen darf. Und beziehungsweise ob ich mich mal mit dem Rücken zu ihm lege, damit er mal ganz kurz dran darf. Und das war in dieser Form war das schon das bisschen. Also ist für dich ganz klar, es hat damit zu tun, seitdem du aus dem Beruf der Prostituierten heraus bist, hast du keine private Lust mehr am Sex. Ganz genau, richtig ausgedrückt. Absolut keine Lust, die Lust fehlt mir. Also warum bist du aus dem Beruf rausgegangen? Hallo? Bettina? Hallo Bettina? Jetzt ist die Leitung wieder weg. Ach, diese modernen Leitungen. ISDN, glaube ich, ne? Nennt man das. So, mit wem machen wir denn dann weiter? Mit Michelle. Und Michelle ist 28 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich, Michelle. Ja, hallo Tomian. Hallo Michelle. Hallo. Du bist nicht die Sängerin, ne? Nein, ich bin keine Sängerin. Nein, aber die Stimme... Ich bin gerne Sängerin, aber ich bin keine Sängerin. Die Stimme ist mir so ein bisschen... ähnlich wie die von Michelle. Ja? Ja, finde ich schon. Also. Um was geht's, Michelle? Ziemlich helle Stimme, ja. Ja, worum geht das? Also es geht um was ganz Ernstes, um Vergewaltigung in der Ehe. Also ich kenne allerdings meinen Mann auch noch nicht so lange. Ich habe ihn erst vor 2 Jahren kennengelernt in einer Diskothek und habe auch schon eine Tochter, die ist 6. Und ja. Du hast deinen Mann vor 2 Jahren in der Diskothek kennengelernt. Und wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Wir haben im letztes Jahr geheiratet, im Sommer. Also knappes Jahr, ne? Ja, knappes Jahr. Und was ist jetzt passiert? Mein Sohn,
also da war noch alles ziemlich in Ordnung, bis mein Sohn geboren wurde. Also, und dann, also erst mein Sohn geboren wurde und dann haben wir geheiratet. Mhm. Aber das ist jetzt auch dann euer gemeinsames Kind, ne? Das ist unser gemeinsames Kind, ja. Mhm. Und ja, dann fing aber auch alles an nach der Ehe, also nach der Eheschließung hat mein Mann mich mehrmals vergewaltigt. Also du sagst gerade, bis der Sohn geboren wurde, war noch alles normal und okay. Ja, und ich konnte mit meinem Mann irgendwie nicht mehr schlafen und ich habe ihm das immer alles erklärt, warum, weshalb. Ja. Ich hatte... Wann ist genau dein Sohn geboren? Im Mai ist mein Sohn geboren. Mhm. Ich möchte nicht genau das Datum sagen. Ist okay, genau, ja. Weil ich nicht weiß, ob er... Was hat denn dein Mann genau dann mit dir gemacht? Ja, was hat er gemacht? Er hat mich fast jede Nacht überfallen. Also permanent, also immer nachts, wenn ich schlafen wollte, hat er mir die Klamotten vom Leib gerissen. Er kam dann spät nach Hause oder wie lief das ab? Nee, er ist arbeitslos, er ist die meiste Zeit zu Hause. Mhm. Und was passiert denn immer nachts? Meistens nachts oder wenn ich tagsüber mal geschlafen habe, wenn ich weg war. Also ich war viel weg, ich bin immer weggelaufen, auch manchmal alleine. Ich habe meine Kinder einfach bei ihm gelassen. Mhm. Und ich habe heute totale Schuldgefühle, dass ich meine Kinder bei ihm gelassen habe, weil ich habe ihm meine Kinder anvertraut. Ist denn da irgendwas auch vorgefallen, dass er die Kinder schlecht behandelt hat? Ja, meine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die ist 6. Und was hat er mit der gemacht? Er hat sie missbraucht. Weißt du das genau? Ja, meine Tochter hat gestanden. Seitdem ich weg bin von meinem Mann. Du bist weg von deinem Mann. Hast du ihn angezeigt? Ja. Mhm. Wie oft ist dir das denn passiert, dass dein Mann dich zum Sex gezwungen hat, dass er dich vergewaltigt hat, wie du sagst? 3 Monate hintereinander. 3 Monate hintereinander und fast täglich? Ja, fast täglich, ja. Und während dieser 3 Monate ist dir dann auch klar geworden oder aufgefallen, dass er irgendwas mit dem Kind gemacht hat, mit dem Mädchen? Nein, gar nichts. Wann ist dir das aufgefallen? Erst wie ich weg war von ihm. Mhm. Du hast dann deinen Mann angezeigt? Ja. Ja. Wie lief das denn ab? Gab es dann großen Streit oder hat er dich bedroht? Er bedroht mich heute noch, ja. Also seitdem ich weg bin, er weiß wo angeblich, wo ich bin, ruft hier ständig an und belästigt mich auch auf der Straße. Was ist denn aus der Anzeige geworden? Gab es denn schon eine Verhandlung, eine Gerichtsverhandlung? Nein, das läuft erst noch. Und ist das wirklich nachgewiesen, dass er an dem Kind sich auch vergangen hat? Das ist noch nicht ganz raus, weil es ist noch nicht so lange her jetzt. Ich möchte auch nicht den genauen Tag jetzt sagen, weil ich nicht weiß, ob er mithört. Ja. So, jetzt bist du ausgezogen aus eurem gemeinsamen Haus oder aus der gemeinsamen Wohnung? Ich bin bei der letzten Verwaltung, wo er mich zuletzt verwaltigt hat, habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Also ich habe meine Kinder genommen. Mhm. Hat er dich versucht zurückzuhalten oder gar mit Gewalt? Ja, er hat mir gedroht, mich umzubringen. Er hat das auch schon mal versucht, zweimal versucht, mit Kissen mich zu ersticken. Mhm. Mhm. Meine Tochter hat er auch schon gewürgt und am Kopf hochgezogen, am Hals. Aber du wohnst ja jetzt irgendwo, wo er es weiß, dass du da doch zu finden bist. Ja, ich würde gerne sagen, wo, aber ich darf nicht. Also, nee, das musst du mir nur wirklich nicht sagen hier. Nein, aber wenn du sagst, du triffst ihn auf der Straße, das heißt, ihr wohnt ja gar nicht so sehr weit auseinander. Nein, ich war wieder in dem Ort, wo ich eigentlich gewohnt habe, weil ich meine Freundin besucht habe und da ist er mir dann eben über den Weg gelaufen. Wie wird denn das jetzt alles weitergehen? Die Verhandlung wird noch vorbereitet, die Gerichtsverhandlung. Gibt es schon einen Termin? Nein, es gibt noch keinen Termin. Nein. Hast du Angst vor dieser Gerichtsverhandlung, die auf dich zukommt? Ja, ich habe schon ganz schön tierische Angst. Ich hatte schon bei der Anzeige Angst, aber ich möchte nur den Frauen auch bestärken. Also ich bin die Einzige, die jetzt meinen Mann angezeigt hat, wegen Verwaltigung in der Ehe. Weil die meisten Frauen sagen nichts. Und trauen sich das nicht. Oder wollen es sagen erst aus, aber möchten das nicht. Dein
dein Mann hat dir dann ja so ungefähr, wenn ich das jetzt zeitlich nochmal so einordne, ein Jahr sowas vorgespielt. Ja. Und dann kam die große Wandlung. Ja, er ist sehr zerstörungswütig, er hat die Wohnung zerstört, ich bin mehrmals umgekippt. Ich hatte Herzflimmern, also mich mussten sie mich wiederbeleben und die Wohnung war schon ziemlich verwüstet und die Sanitäter haben das alles gesehen. Das und heißt, die haben im Krankenhaus nur gesagt, ich soll weg von diesem Mann. Mhm. Nur er hat mich immer wieder manipuliert. Er hat gesagt, komm zu mir, ich bin lieb zu dir, ich werde aufhören damit. Er hat sich mehrmals entschuldigt. Und dann habe ich mich auch noch von meiner ganzen Familie bereden lassen. Man denkt da ja sicher, wenn man in die Situation dann reingeraten ist, auch sehr viel drüber nach dem Motto, hätte ich das vorher nicht schon erkennen können, dass der so drauf ist. Wenn du ganz streng so zurückdenkst, hatte der früher auch schon so Anzeichen, die du nicht so ernst genommen hast? Ja, er hat mal mir erzählt, was er so erwartet, so im Sexleben und alles. Ich bin eigentlich auch ein Mensch, der gerne Sex macht oder so. Mhm. Aber mein Mann hat mich nach meinem Sohn, mir geboren ist, nie in Ruhe gelassen. Mhm. Wenn es zu diesen Übergriffen kam und du ihm gezeigt hast, signalisiert hast, hier, ich möchte es nicht, ich habe jetzt keine Lust, was hat er dann mit dir gemacht? Hat er dich bedroht? Hat er dich versucht zu würgen? Oder weiß ich, was ist da passiert? Nee, zu würgen hat er es nicht versucht, aber er hat mich mit Spielwürfeln aufgeworfen. Mit was? Mit Spielwürfeln, diese Spielwürfel aus dem Becher, diese... Oh, wie nennt man diese, wenn man mit Ärger die nicht spielt, ja, ja. Und Würfeln, diese Würfel, da hat er. Und damit hat er dich beworfen, während ja, er. Ja, sehr oft. Und sehr gedemütigt hat er mich immer. Mhm. Ja, gut, das ist ja noch eine harmlose Variante, mit Spielwürfeln zu schmeißen. Dann ja, aber er hat auch mit Sachen durch die Gegend geschmissen, mit Geschirr auf mich geschmissen. Mhm. Ich meinte es eigentlich auch noch anders. In der Situation, wenn du da im Bett lagst und sagtest, ich will nicht, wie hat er denn da Zwang auf dich? Ja, er hat es immer von hinten gemacht. Ne? Wenn ich seitlich gelegen habe, hat er es immer schön ausgenutzt. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich war manchmal auch gar nicht so richtig beim Bewusstsein. Mhm. Ich weiß nicht, was er mir vielleicht manches Mal ins Glas getan hat. Also ich war manchmal. Ach so, das vermutest du auch. Ah, ja, das vermute ich, weil ich war ziemlich immer mitgenommen und geredet morgens auch. Hast du dich danach mal mit einem Arzt oder mit einem Psychologen unterhalten, nach dem, was du mitgemacht hast? Ja, habe ich. Ich bin in Behandlung. Du bist in Behandlung? Ja. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, nach dem, was da abgelaufen ist bei dir. Klar. Ich würde dir gerne anbieten, dass du jetzt auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, mit der Elke. Mhm. Und wünsche dir für diese bevorstehende Verhandlung, die sicherlich kein angenehmer Gang ist für jemand, der sowas mitgemacht hat, die nötige Energie und dass du dein Recht bekommst. Mhm. Alles Gute von Herzen, Michael. Leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Patrick, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Patrick. Hallo. Was ist dein Thema? Da bei euch in letzter Zeit das Paranormale so angesprochen wurde. Ja, das war letzte Woche ein großes Thema, in der Tat. Ja, und das hat mich auch dazu bewogen, bei euch anzurufen. Mhm. Und zwar... Hast du sowas Ähnliches schon mal erlebt oder erlebst du sowas? Ich bin ein sogenannter Entführter. Das heißt, ich werde mein Leben lang von Außerirdischen entführt. So. Ja. Du gestattest, dass ich ein wenig lache. Ich weiß. Das werden erstmal alle tun. Ich kenne die Reaktion der Leute. Ja. Wie oft bist du schon entführt worden von Außerirdischen? Also, natürlich kann ich es nicht genau festmachen, weil bewusst hat man keine Erinnerung daran. Also, man wacht morgens auf und man weiß nichts von dem, was in der Nacht vorgefallen ist. Woher weißt du denn überhaupt, dass du schon mal, wenn du nichts weißt, woher weißt du denn überhaupt, dass du entführt wurdest? Ja, es sind sogenannte, es sind Erinnerungsfetzen, die zum Beispiel aus dem Unterbewusstsein auftauchen können. Man hat Träume, die ziemlich intensiv sind. Mhm. Ich habe Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ja gut, aber das ist ja, Patrick, Träume. Na gut, du kannst das ja auch geträumt haben, dass du entführt worden bist. Wie kommst du zu der klaren Aussage, dass außerirdische Wesen dich entführt haben? Wie kommst du zu dieser Aussage? Also wie gesagt,
natürlich, ich weiß jetzt 6 Jahre lang bewusst davon, dass ich entführt werde. Und woher weißt du das? Oder wie weißt du das? Man weiß es einfach. Nee, das überzeugt mich nur wirklich überhaupt nicht. Also, wenn du sagst, man weiß es einfach. Ich bin selber ein ziemlich großer Skeptiker. Mhm. Und ich hab mich jahrelang mit der Frage herumgeplagt, ob ich entführt werden könnte oder nicht. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass man morgens aufwacht? Also ich frage das jetzt nochmal ganz, ganz intensiv, weil das ist die entscheidende Frage, Patrick, die sich alle Leute natürlich stellen, ich eingeschlossen. Man wacht morgens auf und sagt sich, Mensch, ich bin von Außerirdischen entführt worden. Wie kommst du zu dieser Annahme? Also es spielt sich ziemlich subtil ab. Entweder hat man einen Traum gehabt wieder nachts, dann man hatte einen Traum. Warte, sag mal. Man hat Erinnerungen daran. Also was ich kann mich daran erinnern. Was erinnert dich denn? An was erinnerst du dich denn? Ich kann mich daran erinnern, dass ich nachts in meinem Bett lag zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich lautes Getrampel gehört. Also richtiges. Höre ich manchmal auch nachts. Laut, ziemlich laut. Ja. Und bewegte sich Richtung Zimmertür. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch genau gewusst, wer jetzt kommt und was mit mir passiert. Woher hast du das gewusst? Weil in dem Moment weiß man es. In dem Moment, wo es stattfindet. Bewusst weiß man es nicht. Mhm. Was, so ist denn, jetzt, was ist denn dann passiert mit dir? Okay, also die Außerirdischen entführen dich und was machen die dann mit dir? Nee. Doch, okay. Das ist die Frage. Bleiben wir bei der Erinnerung zum Beispiel. Nee, bleiben wir mal bei der Frage, was machen die Außerirdischen mit dir, wenn sie dich entführt haben? Die Erinnerung bricht ab. Ah, du weißt es gar nicht genau. Nein, weil die Erinnerung, ich habe mich noch nie außerhalb unseres Hauses gesehen, aber... Und du weißt auch nicht, wohin sie dich entführen? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass... Ist das Gespräch ein bisschen sinnlos, was wir führen? Nein. Du weißt eigentlich so gar nichts? Doch, ich weiß. Nein, du hast nur so ein Gefühl. Das ist ganz subjektives Ding, was du mir da erzählst. Sodass ich dir jetzt... Ich will dich ja gar nicht bezichtigen, dass du lügst oder dass du uns hier in Bären aufbinden willst. Ich glaube dir ja, dass du solche Gefühle hast... Dass das in dir passiert. Aber ich glaube dir nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass das real, in der realen Welt ist, dass außerirdische Lebewesen kommen und dich entführen. Das glaube ich nicht. Ich weiß 6 Jahre jetzt davon und ich bin selber ein Skeptiker. Also ich habe mich mit der Frage rumgeplagt, ob ich entführt werde oder nicht. Das musst du mir schon glauben, 6 Jahre lang. Das glaube ich dir auch. Ich sage nochmal, ich glaube, dass das alles in deinem Kopf stattfindet, Patrick. Nein, das tut mir leid, Domina. Das ist nicht der Fall. Man weiß es einfach, man hat Erinnerungen. Warum denn gerade dich? Bist du so ein einzigartig wichtiges Wesen auf der Welt, dass man von so vielen Milliarden genau den Patrick 20 Jahre aus Deutschland rauspfifft? Nein, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich suche zum Beispiel Kontakt zu anderen deutschen Entführten. Mhm. Ich muss jetzt auch eine Website aufbauen, weil ich niemanden gefunden habe. Patrick, ich frage dich mal was ganz anderes. Was machst du so in deinem Leben? Du bist 20 Jahre alt. Machst du was? Bist du beruflich tätig oder bist du noch Schüler oder Student? Ja, ich bin jetzt Student. Du bist Student? Und ich muss sagen, dass ich... Und was studierst du? Germanistik und Pädagogik. Germanistik und Pädagogik. Ich muss sagen, dass ich aus den Entführungen herausgewachsen bin in den letzten Jahren. Also ich hatte ziemlich Probleme damit, auch mit der Frage, ob überhaupt. Und die Erinnerungen haben mich auch sehr belastet. Mhm. Und ich habe auch gedacht, man kann nichts dagegen tun, mhm, weil die Entführer so stark scheinen. Redest du darüber auch mit deinen Freunden oder mit Kommilitonen? Ja, natürlich. Ich habe mit meinen Eltern darüber geredet. Wie sind denn die Reaktionen deiner Leute? Die sagen natürlich, das sind bloß Träume. Also ich sag auch, man kann es als Außenstehender einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Das heißt also, es glaubt dir niemand? Ja, so gesehen glaubt mir niemand. Mhm. Ich glaube auch selber nicht daran, weil ich habe auch die Beweise natürlich nicht. Also ich bin selber ein Wissenschaftler, kann man sagen. Aber du glaubst nach objektiven Beweisen. Aber du glaubst, du sagst jetzt, du glaubst selbst nicht daran. Aber eigentlich glaubst du es doch. Aber es ist da. Hast du eine Freundin? Ich habe mich vor einer Woche geoutet. Ich habe gesagt, ich wachse aus den Entführungen und ich bin schwul. Also ich habe mich vor einer Woche geoutet. Also einen Freund hast du auch nicht? Nein, noch nicht. Nee. Mhm. Das kommt jetzt.
Du kennst aber auch niemanden, mit dem du das, deshalb ist auch wahrscheinlich, das ist der Grund deines Anrufes, mit dem du darüber reden kannst, der so das Ähnliches erlebt hat wie du. Das gibt es nicht. Nein, ich suche verzweifelt. Mhm. Wie gesagt, ich baue jetzt auch eine eigene Website auf zu dem Thema. Ich würde dir eher raten, aber ich weiß, dass diese Aussage, die ich jetzt treffe, wahrscheinlich völlig gegen eine Wand läuft. Ich würde dir eher einen Psychologen empfehlen. Nein. Als Gleichgesinnte. Nein, tut mir leid. Es ist einfach so, man weiß es. Aber macht dich das denn nicht selbst, jetzt ganz im Ernst, Patrick, macht dich das denn nicht selbst auch ein bisschen stutzig, dass du alle die wirklich entscheidenden Fragen, die jemand von Außenstehender an dich heranträgt, dass du die nicht beantworten kannst? Du sagst einfach nur so, man fühlt's, man weiß es. Ich meine, wer hat denn schon Beweise dafür? Ja, wer hat einen objektiven Beweis dafür? Ja, eben, das ist es ja. Und man ist sein eigener Experte in den Dingen. Ja, aber woher nimmst du dann die Gewissheit, dass das wirklich nicht in deiner Seelenwelt alles stattfindet? Nee, du bist doch ein intelligenter junger Mann, das musst du doch zumindest für möglich halten, dass das so ist. Wie gesagt, man hat Erinnerungen. Man stolpert darüber, man hat einfach diese Erinnerungen, die weit zurückreichen in die Kindheit, die sind einfach in dir drin. Und was heißt in die Kindheit zurückreichen? Das heißt, du bist als Kind auch schon entführt worden? Ja, ich hab's zurückverfolgt bis in meine Kindheit, ja. Aber du weißt gar nichts Konkretes zu erzählen, frage ich nochmal abschließend. Aus diesen Entführungsphasen, aus diesen Stunden. Ich könnte dir einige Szenarien erzählen und auch, ich könnte dir auch von der Angst erzählen, die ich verspürt habe. Also von der riesigen Angst während einer Entführung. Also Patrick, wir beenden mal das Gespräch, weil wir nicht zueinander finden. Ich als reales Phänomen glaube ich das nicht. Wir kommen nicht zueinander. Und wenn ich dir sage, dass du einen Psychologen aufsuchen sollst, denkst du, der Domian spinnt. Ich brauche keinen Psychologen, sondern ich brauche Gleichgesinnte, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Also das wäre am besten. Gut, also. Ich weiß. Da gibt es jetzt nichts mehr. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe nur, dass du dich in diese Welt nicht zu sehr verstrickst und deshalb das normale Leben nicht mehr führen kannst. Die Gefahr besteht ja sehr groß, dass du auch völlig vereinsamst. Ne? Nein, ich komme davon frei, wie ich es gesagt habe. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Okay, und Dankeschön. Tschüss, Patrick. Tschüss. 1:32 und 42 Sekunden. Eine kleine Pause. Uhr und 27 Sekunden, Radio 1 Live hier, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian, heute Nacht, Freitagnacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, über Außerirdische oder, nein, ich will mich wirklich nicht lustig machen über diesen Jungen. Ich glaube, dass er das wirklich selbst erlebt. Insofern mache ich mir fast eher Sorgen über ihn, als dass ich da lache. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen heißt unser Thema, ich schäme mich. Schämt ihr euch zurzeit oder habt ihr euch mal sehr geschämt? Und wenn ihr mit mir reden wollt, erzählt mir, warum ihr euch so sehr schämt. Ich bin verbunden mit Stefanie. Stefanie ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Stefanie, jetzt bitte ich dich mal kurz um ein Statement zum Gespräch vor der Pause. Du hast es mitgehört, ne? Ja, ich habe es mitgehört und ich habe auch letzte Woche die Sendung gehört, wo es auch um so außergewöhnliche Dinge ging. Ja. Und zum Beispiel die eine Geschichte, wo der junge Mann erzählt hatte, dass Licht angeht auf einmal nachts in seiner Wohnung. Man muss ehrlich sein, da bekommt man ein bisschen Angst, weil irgendwie daran glaube ich dann schon. Aber gerade eben die Geschichte, ist schwer zu sagen, also bin ich eigentlich der gleichen Meinung wie du, dass weil er kann das ja nicht richtig erklären und nicht begründen mit irgendwas. Es ist ein Gefühl. Und wenn er sagt, einerseits sagt er, er kann sich daran nicht erinnern, und dann erzählt er, das ist halt seine Erinnerung, von der er da spricht. Also ja, das widerspricht sich ein bisschen. Aber vielleicht
sind es ganz krasse Träume, die ihn dazu bringen zu denken, dass es echt ist. Oder? Genau. Also vorige Woche, das war schon schauderhaft. Ne? Vor allen Dingen, als wir, hast du am Freitag auch noch gehört, ja, als wir die Zeugen, der Bruder und die Freundin. Ne? Ja. Und der klang ja nun wirklich sehr seriös und glaubhaft, finde ich. Also an diesem Fall bleiben wir wirklich dran und werden euch weiter berichten oder wir werden nochmal mit Thomas, so hieß er ja, nochmal reden. Stefanie, jetzt aber zu dir, Mann. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich seit 2 Jahren mit jemandem zusammen liiert, wie auch immer, der seit 11 Jahren in einer mehr oder weniger festen Beziehung ist, ja. Mhm. Ja. Der ist seit 11 Jahren in der festen Beziehung. Das heißt, der ist ein bisschen älter als du. Der wird 27. Das 27. Heißt, sie ist seine erste Frau, die erste Freundin sozusagen. Mhm. Und die, das ist eine ganz geheime Beziehung, die ihr beide habt. Also es ist so, wir haben uns, wie gesagt, vor 2 Jahren im Mai kennengelernt und das ging so ganz langsam los und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass dass sich das so entwickelt, weil es wäre mehr so ein Spielchen. Ich habe schon gemerkt, dass er war immer, sag ich mal, die treibende Kraft, die Kontakt haben wollte und lass mal treffen und so. Mhm. Und es hat sich ganz langsam und zart entwickelt sozusagen und wir haben auch erst mal miteinander geschlafen nach 5 Monaten. Mhm. Und ich habe damals auch noch zu Hause gewohnt und dann halt nach 500 bin ich in eine eigene Wohnung, dann ging das auch ein bisschen einfacher. Mhm. Und aber die Frau, also seine Freundin, weiß das bis heute nicht? Doch, sie weiß es seit letztem Jahr, seit letztes Jahr Sommer. Seit letztes Jahr Sommer schon? Durch einen Zufall rausbekommen, ja. Und wie funktioniert das dann überhaupt noch? Wie können die zusammen noch sein? Ja, also frag mich mal, das ist eine berechtigte Frage. Das ist so, dass sie haben eine Eigentumswohnung zusammen und das sind alles so, ist peinlich, ich wusste nicht, dass es heute sowas noch gibt, dass so materielle Dinge so bindend sein können. Und oh, so. Stefanie, was meinst du? Was meinst du, wie viele Beziehungen und Ehen zusammenbleiben wegen materieller Sachen? Naja, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, vor allen Dingen, er ist ja nun keine 40 oder 50, wo man vielleicht noch verstehen könnte, okay, dann möchte man nicht nochmal von vorne anfangen, obwohl auch da gibt es meine Zweifel, aber... Also ihr beide seid ein richtiges Liebespaar. Ja. Die sagte sie mit einer verträumten Stimme. Die beiden, deiner Einschätzung nach, aber nicht mehr. Nee, also... Da läuft nicht mehr viel. Das mögen mir vielleicht Leute, die außenstehend sind, nicht abnehmen und sich sagen, oh, ist sie doof, wieso glaubt ihr das? Aber seit wir uns kennen, also er und ich uns kennen, ist es so, dass die auch nicht mehr miteinander geschlafen haben. Das war auch vorher wohl schon so... Die beiden nicht mehr miteinander geschlafen? Ja, genau. Warum sind die beiden dann noch zusammen? Ich weiß es nicht. Und warum... macht sie das mit? Nee, warum machst du das mit? Weil ich ihn liebe. Ich liebe ihn. Ja, aber irgendwann müsstest du dann auch mal so müsste dich da auch die Wut packen und sagen, hier komm Junge, da ist irgendwie nur tote Hose bei euch. Warum trennst du dich nicht von ihr und wir sind richtig offiziell zusammen und ein Paar? Ja, da gibt er mir die tolle Antwort darauf, dass er halt feige ist und dass er halt, Zitat, ein Schisser ist und sich nicht traut. Na toll. Und ich kann eine Episode erzählen, die war wirklich, also da hat es mich echt wie ein Schlag getroffen. Das war, er ist ja letztes Jahr, nachdem sie es rausbekommen hat durch einen Zufall, ist er erstmal zu seiner Mutter gezogen. Mhm. Und ich dachte auch, das wäre es so. Wir haben uns auch wirklich abends öfter gesehen und nachts, also dachte ich wirklich, er muss bei seiner Mutter wohnen, weil wenn er wieder bei ihr wohnen würde, ginge das ja gar nicht. Und dann habe ich dann letztes Jahr, Ende Dezember am 29. habe ich dann bei seiner Mutter das erste Mal angerufen und fragte dann so, ja, wäre er denn zu sprechen? Und dann meinte sie so, nee, der wohnt hier gar nicht. Und ich so, ist ja interessant. Und dann meinte sie so, naja, ist mein Sohn, ich werde ja wohl wissen, wo er wohnt. Weil ich ging ja bis dahin davon aus, dass er da noch wohnt. Mhm. Und da habe ich ihm halt auf der Mailbox gesprochen und konnte mir das nicht vorstellen, weil das ging nicht irgendwie. Dann hieß er ja, dass er mich mindestens 2-3 Monate lang wirklich nur angelogen hat und wieder ein doppeltes Spielchen gespielt hat. Achso, er hat dich so insofern angelogen, dass er sagte, er wohnte bei seiner Mutter, aber er war schon wieder bei der Frau. Er war wieder zurück, weil sie ihm Ultimatum sozusagen gestellt hatte. Da hat er dich also auch angelogen. Richtig. Ist denn die Frau nicht auch völlig ausgeklingt, als sie das erfahren hat voriges Jahr? Das war so, da haben sie wohl die Nacht durchgequatscht und das war ja, der Witz ist ja, das war ja nicht vorher alles total toll bei denen, sondern es bahnte sich ja schon an, auch bevor ich schon da war. Mhm. Also er ist dann nicht unbedingt fremdgegangen oder so, aber einfach, was er mir so erzählt hat, also so stelle ich mir keine Beziehung vor. Nee, aber die Frage war jetzt, ob die nicht völlig ausgerastet ja, ist. Ja, na klar. Ist also sie hat am nächsten Tag ihre Sachen geholt, hat geweint ein bisschen und ich frage auch nicht so genau nach, weil man natürlich auch selber ein bisschen... So Stefanie, jetzt geht es ja um dich und nicht um die Frau, sondern es geht um dich und die Beziehung. Und meine Frage an dich ist, wie lange willst du das so noch mitmachen?
ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie brauche ich den Arschtritt, der fehlt irgendwie. Mhm. Und für andere Leute, die mögen sagen, naja, also wenn ich jetzt noch ein paar andere Sachen erzählen würde, würde man sagen, das reicht doch eigentlich schon. Aber ich finde, das reicht schon, was du mir erzählt hast. Ja, und wenn er sagt, es ist ja auch nur ein großes Armutszeugnis für ihn, wenn er sagt, ich bin halt zu feige, ich bin ein Schisser. Dann kommt ja gleich die Überlegung, ja und, wie lange willst du das noch machen? Willst du jetzt ewig in der Eigentumswohnung mit der Frau leben, die du nicht liebst? Ja, ich habe ihm auch schon gesagt, wann ist denn dann der richtige Tag, um mal einen Schlussstrich zu ziehen? Du brauchst einen Tritt in den Hintern und er braucht einen Tritt in den Hintern. Ne? Nämlich, ja, ich finde, dass du darauf bestehen kannst, aber nun wirklich, nach all dem, was geschehen ist. Ja, aber das Problem ist, dass ich ihn halt auch noch, das ist, glaube ich, das ist wirklich das Dilemma, in dem man steckt, dass man den Menschen auch anders kennt. Also euch hat sich, aber die erzähle ich jetzt nur das so. Mhm. Und ich kenne ihn ja auch noch anders und es ist auch wirklich schön, wenn wir zusammen sind. Ich glaube ich dir auch, natürlich. Davon gehe ich aus, dass du ihn lieb hast und dass er seine tollen Seiten hat. Aber er hat eben auch eine Seite, die sehr bedenklich ist, finde ich. Mhm. Ne? Dass er nämlich zu feige ist, dass er keine Konsequenzen zieht, dass er eben dich sogar auch angelogen hat, dass er zu seiner Mama am Anfang gleich zurückläuft, wenn irgendwas schief läuft mit den Frauen. Ja. Ich finde, du musst da härter auftreten. Ohne Wenn und Aber, Stefanie. Ja, das Problem ist, dass er mir dazu nicht die Chance gibt, weil wenn wir sagen, okay, es ist vorbei, ruft er mich eine Stunde später an und sagt, er kann ohne mich nicht leben und er liebt mich so doll und ich bin die... Ja, aber das ist alles Rederei. Also irgendwann, was heißt, er dir die Chance gibt. Du musst die Zügel in die Hand nehmen. Du musst ihm quasi ein Ultimatum setzen, dass du sagst, ich mache das jetzt noch 3 Monate mit und dann muss eine Entscheidung fallen. Wenn diese Entscheidung nicht fällt, ist unsere Beziehung zu Ende. Ja, aber so einfach, ich weiß, dass es absolut richtig und konsequent wäre, sowas zu machen und das auch durchzuziehen. Aber ich weiß, dass ich momentan irgendwie noch zu schwach bin, aus irgendwelchen Gründen, um das auch durchzuziehen. Verstehe. Weil dann verliere ich ja auch an Glaubwürdigkeit, wenn ich das sage, aber dann nicht durchziehe. Klar, das ist ja auch aber nicht. Das heißt, dann ist dein Leidensdruck auch noch nicht groß genug. Ja. Ne, dann lass dich noch ein bisschen demütigen. Das ist ja eigentlich eine demütigende Rolle, in der du da dich befindest. Finde ich. Ja, es ist schon krass, sowas dann zu hören. Na klar, ich weiß es schon, aber das nochmal so vor Augen zu bekommen, ist echt heftig. Ja, ich hoffe, dass du bald härtere Geschütze da auffährst. Hoffe ich auch. Und dass ihr dann auch wirklich ein Paar werdet. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, wirklich, was er auch für Verhaltensweise an den Tag gelegt hat bisher. Die müssen sich dann aber auch ändern in der nächsten Zeit. Ne? Denkst du denn generell, dass, sag ich mal, dass man als Geliebte oder wie auch immer, also als zweite Frau, überhaupt eine Chance gegen sowas hat? Ja, glaube ich schon. Das schon. Liegt es dann Im Prinzip hast du ja ganz wunderbar Karten. Ja, ich weiß. Ne, im Prinzip, ich höre da nur raus, dass er feige ist und dass die Eigentumswohnung sie hält. Ja. Zusammenhält. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Vor allen Dingen ist man ja in dem Alter noch nicht, da hängt ja noch nicht so viel dran. Also ich sag mal, dann, er hat irgendwann mal zu mir gesagt, er hat Angst davor, sich nochmal was Neues nochmal von vorne anzufangen und sich was Neues aufzubauen. Mit 27 Jahren, na ja, toll. Deswegen, da habe ich auch. Was ist denn das für ein Lahmarsch? Entschuldige. Ne? Du hast ja recht, aber wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Also halt die Augen auf, lass nicht den Hennes mit dir machen, endlos, sondern denk auch an dich und zieh deine Sache durch, Stefanie. Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüssi. Guido, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Guido. Jetzt habe ich so oft bei dir versucht anzurufen und jetzt bin ich so aufgeregt. Mann, naja. Gar kein Grund. Morgen ist, ich schäme mich. Kommt praktisch heute für mich auch schon hin. Erzähl. Also es geht, bei mir geht es darum, ich habe also in meiner Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt, fast 10 Jahre. 10 Jahre lang? Fast 10 Jahre, so von 7 bis 16 ungefähr. Und ich habe irgendwann so mit 15 gespürt, geahnt irgendwie oder gedacht, dass ich schwul bin. Mhm. Und habe das eigentlich jahrelang verdrängt, immer verdrängt. Ich habe dann mit 20, 21 irgendwann geheiratet, habe 2 Kinder adoptiert und wurde dann auch selber nochmal Vater. Und 13 Jahre gekämpft und immer heimlich Kontakte zu Männern aufgebaut. Also, ach so, also während der Beziehung? Während der Beziehung, ja. Und aufgebaut heißt, sie auch gelebt. Gesucht und gelebt. Ja. Waren das Liebesbeziehungen oder reine sexuelle Beziehungen? Rein sexuelle. Ja. Wo hast du diese Männer kennengelernt oder getroffen? Ja, da gibt es ja Parkplätze und Gay-Kinos und so. Also so anonyme Sexorte. Ganz genau. Ja. Mhm. Problem war für mich immer, dass ich habe eigentlich als Kind schon angefangen, mich zu zerschneiden mit Klingen.
also meinen Körper zu zerschneiden, wenn der Druck in mir zu hoch wurde. Mhm. Mhm. Und die Sache mit dem Zerschneiden ist also in den letzten 3 Jahren total, habe ich gar nicht mehr im Griff. Und wie lebst du denn vorab das noch? Wie lebst du denn im Moment? Lebst du noch mit deiner Partnerin zusammen? Nein, also während der 13 Jahre in der Ehe haben wir uns circa 4-5 Mal getrennt. Meine Frau ist auch oft fremdgegangen und so und hat dann meistens die eheliche Wohnung verlassen und dann nach ein paar Monaten kam die wieder zurück und hat auch mehrere Partner dann gehabt und war eigentlich alles zerrüttet. Mhm. Und da war für mich immer ein Existenzkampf. Ich habe mehrere Suizidversuche gemacht und mit Autoabgase und all so Geschichten. Oh, war ja, aber so schon richtig von der harten Nummer. Ja, natürlich. Frage war, wie lebst du jetzt? Im Moment? Jetzt, also ich war 99 in Akur und habe da erst einmal die Möglichkeit gekriegt, nur über mich nachzudenken. Weil ich habe in den Jahren in der Ehe viel gearbeitet. Manchmal 14 Stunden, 15 Stunden am Tag, um das zu verdrängen. Mhm, heute weiß ich, dass dieses Arbeiten auch eine Art Selbstzerstörung war. Da fing das schon an. Heute lebe ich seit 3 Jahren getrennt. Also wir leben also jetzt in Scheidung. Ja, du lebst alleine also? Ich lebe alleine. Die Kinder hat die Partnerin? Hat die Partnerin. Mhm. Wir haben zwar guten Kontakt zusammen. Mhm. Lebst du denn jetzt mehr und offen deine Homosexualität aus? So, wenn ich das mal wüsste, ob ich homosexuell bin. Also ich kann dir ganz einfach sagen, das ist auch eigentlich der Grund, warum ich anrufe. In den, ich sag mal, letzten 1,5 Jahre oder 2 Jahre habe ich die Sache gar nicht mehr im Griff. Ich suche also Sadisten auf, kann man sagen. Ich setze mich sadistischen Handlungen aus. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, ich gucke halt Ausschau internetmäßig oder so, welche Typen auf sowas Suchanzeigen aufgegeben haben. Und wenn es dann, also höchstens 2-4 Mal im Jahr kommt das vor, dass ich dann zu so einem Date, dass er dann wirklich dazu kommt. Was passiert denn dann bei so einer Verabredung? Ja, also ich bin da total unerfahren eigentlich. Also die Szene, die SM-Szene, das ist ja eine eingeschworene Gemeinschaft, die wissen ja, was sie wollen. Sexuell. Aber du hast doch schon solche Verabredungen gemacht. Ja, klar. Was ist denn da passiert dann? Du gehst zu jemandem hin und was läuft da ab? Ja, ich habe ja auch, ich komme dann dahin, ich habe schon gar nicht das richtige Outfit eigentlich. Das ist ja meistens mit Ledersachen und all solche Sachen. Damit kann ich ja gar nicht dienen. Und die fangen dann an mit irgendwelchen Befehlstonen und Anweisungen und solche sowas, sich halt zu erniedrigen, auf Knien zu gehen, sich fesseln zu lassen oder sich schlagen zu lassen. Ja, genau. Das passiert dann auch und das macht dir dann in dem Moment auch Spaß? Gar nicht, überhaupt. Gar nicht. Ich habe da einen riesen Panik davor. Und ich kann aber nicht anders, ich bin dann in so einem Druck, ich will dann da rein, ich will in die Situation rein. Mhm. Und das läuft parallel auch noch damit, dass du sagst, dass du weiterhin dich aufschneidest. Ja klar, wenn die Sache vorbei ist oder ist auch schon so oft vorgekommen, dass ich dann einfach flüchte. Also ich renne dann weg, schnell ins Auto rein und bloß auf die Autobahn Richtung Heimat. Während der Fahrt habe ich dann im Auto schon mehrmals mich übergeben und dann stürze ich rein in die Wohnung. Ich fühle mich nicht mehr, ich fühle gar nichts mehr. Ich hole dann Klingen und zerschneide mich so massiv, dass mir die Oberarmknochen freiliegen. Wahnsinn. Aber du musst doch dann tierisch bluten. Ja, natürlich. Also ich hatte jetzt... meine Nachbarin ist schon etwas älter, die ist da, hat auch einen Schlüssel meiner Wohnung und ich konnte also in den letzten 3-4 Monaten, das ist fast wie eine Psychose, ich bin dann gar nicht mehr bei mir oder in meinem Körper. Dann konnte ich noch einen Notruf absetzen, dann kam mal meine Schwester, die mich dann hier vorgefunden hat, oder die Polizei kam, die hat dann die Tür geöffnet und dann lag ich schon hier blutüberströmt. Du zerschneidest ausschließlich die Arme oder auch die Beine? Nur die Oberarme, ich habe auch die Brust schon aufgeschnitten, ich habe auch schon mir den Penis so weit aufgeschnitten, dass die da 3 Stunden operiert haben, um das wieder hinzukriegen. Tja. Mensch, Guido, das hört sich aber sehr, sehr, sehr schlimm an. Sehr schlimm, ja. Und ich bin mit der ganzen Sache eigentlich... Das hat ja überhaupt gar nichts mehr mit Sexualität zu tun. Gar nichts mehr. Ja? Und wenn du dann, lass mich nochmal fragen, wenn du zu so einer Verabredung gehst, da geht es ja auch nicht mehr um Sexualität für dich, ne? Nee. Gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich liege dann abends im Bett, ich heule dann,
ich heul dann wieder und ich flüchte mich in irgendwelchen Fantasien. Mhm. Ich ekel mich vor mir selber, mhm. ich schäme mich vor mhm. mir selber. Kannst du das, diese ganzen Verletzungen, kannst du das in deinem Beruf kaschieren, dass man das nicht sieht? Ich läuft im Moment, also ich habe umgeschult irgendwann mal zum in so einem Pflegeberuf. Ich war 20 Jahre als Bergtechniker und mhm. dann habe ich umgeschult wegen... Aber im Pflegeberuf sieht man das ja nur auch, wenn man die Arme verletzt hat, ja. Ich habe dann in dem Pflegeberuf nachher kam ich natürlich dann auch, dann habe ich eine Odyssee mit Medikamente hinter mir, ein halbes mhm. Jahr dann. Bist du im Moment im Beruf noch? Nein, also mhm. läuft im Moment ein Rentenantrag und mhm. weil... Sag mal Guido, wenn ich das alles höre, was du erzählt hast, das ist ja nur wirklich, das sind ja ganz, ganz ernstzunehmende seelische Störungen, von denen du erzählst. Hast du denn in all den Jahren dir mal Hilfe geholt irgendwo? Du, ich bin, ich habe jahrelang Panikattacken gehabt. Mhm. Todesangst, Panik, Herzrasen, mhm. Ewig den Notarztwagen da und alle haben gesagt, du bist kerngesund, du bist topfit. Ich meine mit professioneller Hilfe natürlich psychologische Hilfe. Ja, natürlich. Ich habe die Ärzte reihenweise durchgehabt. Ich bin 99 das erste Mal in Kur gefahren. Das war eine psychosomatische Klinik. Mhm. Und die waren da mit mir. Ich habe mit denen, mit den Psychologen, die waren 30, Anfang 30, die waren in meinem Alter. Ich habe mit denen Katz und Maus gespielt. Mhm. Ich fühlte mich von denen überhaupt nicht gefordert. Mhm. Ich habe gedacht, ihr kommt nie an meine Seele. Und da habe ich dann oberflächlich dann zu erkennen gegeben, ja, ich habe das Problem, ich weiß nicht, ob ich schwul bin. Dann wurde das da bearbeitet, 6 mhm. Wochen. Und dann war ich auch total, ich wollte mir einen Stempel auf die Stirn tun. So motiviert war ich. Da sollte jeder sehen. Hat man denn auch über den sexuellen Missbrauch gesprochen, den du erfahren? Nein. Kurioserweise hat man mir immer gesagt, ich habe da immer angedeutet und auch klar zu verstehen mich mitgeteilt, dass das eigentlich Hauptthema ist. Und man hat diese Psychologen haben mir immer gesagt, es ist nicht ratsam und von Erfolg sprechend, dass wir sofort an dieses Thema rangehen, mhm. weil das wieder ein Trauma geben könnte. Mhm. Wir dürfen da nicht drüber reden und mhm. Also ja. Guido, ich glaube dann einfach, dass du Pech gehabt hast in der Auswahl der Klinik, in der Auswahl der Psychologen. Die ganze Zeit, während du erzählst, sagt in mir nur der Junge, der muss in psychologische, psychosomatische Hände, in eine psychosomatische Klinik, in psychologische Hände. Und zwar nicht nur ambulant, sondern vielleicht sogar stationär für eine längere Zeit. Denn da kommt ja so viel zusammen bei dir, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie schnell man das therapieren kann. Ja, aber du musst sowas machen. Und ich will dir gleich gerne, auf jeden Fall musst du gleich mit meiner Psychologin reden, mit der Elke, damit sie dir entsprechende Adressen gibt. Ich glaube, das ist auch immer ein Problem, wenn man betroffen ist, die richtige Recherche durchzuführen. Ne? Wohin gehe ich? Wer ist gut? Wer hat auch das Potenzial für so ein komplexes Krankheitsbild? Natürlich, dann spielt die Krankenkasse natürlich auch eine große Rolle, weil sie einen vorschreiben. Ich habe Kliniken im Internet gefunden mhm. und dann spreche ich mit der Krankenkasse, nein, dann übernehmen die das nicht, weil die nicht mit uns zusammenarbeiten. Da sind immer dann so mhm. viele Sachen von abhängig. Denn ich habe wirklich die Sorge, wenn du jetzt das unkontrolliert so weitermachst, wie du es jetzt bisher geschrieben hast, dass das ganz, ganz böse endet bei dir. Jetzt sagt mir, wenn ich hier so einen Volksauflauf, also einen Notarztwagen nachts mhm. vor der Tür habe, mhm. der Arzt hier in meinem Krankenhaus hier um die Ecke, der hat mir schon so oft gesagt, also irgendwann ist es zu spät. Ich hab also links im linken Arm gar kein Gefühl mhm. mehr. Da habe ich die Nerven alles schon zerstört. Man sagt, irgendwann hat man mir die Diagnose Borderline-Syndrom genannt. Dann mhm. habe ich mich schlau gemacht, was ist Borderline-Syndrom und ja, die schneiden auch und ja. tun auch, aber... Ich will dir sagen, ich glaube, nach meinem laienpsychologischen Verständnis und aufgrund meiner Erfahrungen, die ich hier in den Jahren in der Sendung gesammelt habe, dass die Ursächlichkeit mit Sicherheit in dieser langjährigen sexuellen Misshandlung liegt, in dem Missbrauch. Mhm. So, und das kann man nur mit hochqualifizierten Leuten in den Griff kriegen. Mhm. Wir machen jetzt Schluss. Ja. Du legst auf. Okay. Und Elke ruft dich an und ihr könnt in aller Ruhe alles bequatschen, wie du eine gute Therapie für dich findest und sie einfädelst. Alles klar. Alles Gute von ganzem Herzen, Guido. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Mach tschüss. Weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Anja, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anja. Einen schönen guten Morgen. Ja, ich grüße dich auch. Ja. Um was geht's? Ich habe morgen meine Fahrschulprüfung. Ach, Anja. Und du bist jetzt noch auf, möchtest du was schlafen und fit werden?
Ja, ich weiß, ich bin da schon zweimal durchgefallen und morgens die dritte und ich bin total nervös. Ich hab halt Angst, dass ich nochmal durchfalle. Wann ist denn die Prüfung morgen? Morgen um 10. Um 10 Uhr morgens. Ja. Also heute Morgen um 10, ne? Nachher um 10. Zweimal schon durchgefallen? Ja. Wie viele Fahrstunden hast du insgesamt schon hinter dir? 40, 50. Ja. Das ist eine ganze Menge. Warum bist du durchgefallen bei den ersten Prüfungen? Bei der ersten und zweiten? War ich so nervös gewesen, da habe ich Stoppschild nicht angehalten. Mhm. Das war auch nach den ersten 5 Minuten schon gewesen. Mhm. Beim zweiten Mal bin ich angeblich auf eine Mülltonne zugefallen. Was heißt angeblich? Du bist anderer Auffassung, oder wie? Der Prüfer hat sie gesehen, mein Fahrlehrer hat sie gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Du hast sie nicht gesehen und sie war eigentlich auch nicht da, meinst du? Ich weiß, also man hört viel von dieser Fahrschule und deshalb... Aha. Die theoretische Prüfung hast du geschafft? Das war, ja. Es waren immer die praktischen Prüfungen. Ja, genau. Kannst du einparken? Ja. Also so rückwärts, links und so auch? Ja, es geht. Also nach einer Zeit schaffe ich das schon, das ist nicht so das Problem. Mann. Und jetzt kannst du vor lauter Aufregung nicht schlafen? Ja, aber ich muss schlafen. Du musst schlafen. Und ich bin total nervös und hab so einen Druck in mir drin und der will raus, aber das geht nicht. Warum willst du denn unbedingt einen Führerschein machen? Ja, dass wenn ich Arbeit habe, mit dem Auto hinfahren kann und allgemein ich wohne nicht so in der Großstadt und dass man mal wohin kann. Ist natürlich praktischer. Ja. Jetzt wollen wir nur mal so ganz theoretisch, es wird anders ausgehen, bin ich ganz sicher, mal eben durchspielen, wenn es morgen wieder schief geht. Was läuft denn dann? Dann komme ich nach Hause, drehe meine Anlage auf und heule. So. Wie ist denn das eigentlich heute? Wie viel Mal, nach dreimal durchfallen muss man diesen Test machen, ne? Immer noch? Oder wie geht das? Weißt du das? Also er hat gemeint, machst dann 3 Monate Pause machen. 3 Monate Pause. Mhm. Also Anja, ich glaube, dass in solchen Fällen immer nur Gelassenheit hilft. Nach dem Motto, ich gehe da jetzt morgen hin. Ja. Wenn es klappt, freue ich mich wie wahnsinnig. Und wenn es nicht klappt, mache ich 3 Monate Pause und dann gucken wir weiter. Ich bin ja noch jung. Also so müsstest du dir das eigentlich einreden. Ja, schon, aber halt mein Vater, der wäre halt stolz auf mich, wenn ich das schaffen würde. Klar, man schämt sich dann, das würde ja auch in die Sendung morgen passen, man schämt sich für den anderen Leuten, wenn man immer zu durchfällt. Es kostet Kohle, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Wenn du die Führerscheinprüfung schaffst, was wir alle hoffen und glauben natürlich, hast du dann auch schon ein Auto vor der Tür stehen? Nein, aber das Geld fürs Auto habe ich schon. Das hast du schon? Ja. Wie viel Geld hast du gespart dafür? 5.000 Euro. 5.000 Euro, das ist Stangengeld. 10.000. Ja. 10.000 Mark. Ja. Und was willst du dir da für ein Auto verkaufen? Ein kleines. Also ist egal. Es soll halt nicht so teuer sein. So 2.000, 3.000 Euro vielleicht. Ja. Dann halt, soll halt fahren und gut aussehen und das ist dann egal. Vielleicht ein Smart oder ein Twingo? Nein. Nein, das nicht. Ein Golf, wenn es gut ist. Ja, der ist ja nun nicht so klein. Ah ja, aber Golf ist schön. Der ist schön. Ja. Loop-Hotels auch. Anja, was machen wir denn mit dir jetzt noch, Mensch? Wir müssen dich ja ein bisschen aufbauen. Ah, also letztens war es wirklich nur diese Tonne, die angeblich da stand und auf die du dazugefahren bist. Ja. Ne? So, damals war es das Stoppschild. Stoppschild ist ja schon ein bisschen ernster zu nehmen als so eine Tonne. Ja, das habe ich auch nicht so, weil das war die erste Prüfung. Ich war zu nervös gewesen. Ich habe es ja selbst gemerkt. Und wie waren denn so die letzten Stunden eigentlich, die letzten Fahrstunden? Hast du dich ja ganz gut gefühlt und ist das gut gelaufen? Ja, also so kleine Fehler nur gemacht, so nicht so ausschlaggebende und bin halt auch gut gefahren. Er hat gemeint, ja, normal müsstest du die Prüfung schaffen. Das war schon mal ganz gut, wenn der das gesagt hat. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du jetzt die letzten Fahrstunden auch 1000 Fehler gemacht hättest und den einen oder anderen Baum übergesehen hättest oder die Mülltonne und so. Ja, also der Wechsel auch rechts und links andauern, so komisch immer... Wenn ich am Morgen denke, ich bin schon wieder fertig mit den Nerven. Anja, ich glaube, es wird dir helfen, wenn, ich könnte ja mal sagen, dass wir alle, die jetzt hier noch zusammen sind in tiefer Nacht, das ist eine ganze Menge von Menschen, die drücken dir morgen um 10 Uhr die Daumen. Ja. Und wenn du an dem Steuer sitzt, morgen früh, schweißgebadet, ne, dann denkst du einfach, da sind Hunderttausende von Menschen in ganz Deutschland, die haben das gestern Abend gehört, die drücken mir, der Anja, jetzt die Daumen. Und dann sehe ich jedes Stoppschild und ich sehe jede Mülltonne. Und da kann kommen, was will. Ich fahre wieder eins. Okay. So wird das sein morgen, okay? Okay. Alles Gute, toll, toll, toll. Ja, danke schön. Kannst du kurz was sagen? Ja, ganz schnell. Ja, Dings, mit diesem, wo der vorhin angerufen hat, mit den UFOs-Entführungen. Ja.
Also da glaube ich ja dran, aber nicht wie sowas jetzt, also wie er es erzählt hat, sondern an UFOs und sowas glaube ich schon. Achso, und grundsätzlich glaubst du das, aber so wie er das dann so... Ja, das war so ein bisschen, aber es kann ja gut möglich sein. Kann gut möglich sein. Okay, das war noch ein... Von letzte Woche, das glaube ich auch, also das war, habe ich schon Angst bekommen. Also alles klar, Anja, jetzt müssen wir Schluss machen. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Leo Scholten, morgen heißt unser Thema Ich schäme mich. Ich möchte mich mit euch unterhalten, die ihr sagt, ich schäme mich für eine Tat, für ein Verhalten von früher oder... Vielleicht noch von vor gar nicht so langer Zeit. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis morgen, ciao.